Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black, und ich befinde mich immer noch auf Kedera, diesmal in der, ich nenne es mal Unterstadt, denn wir haben draußen ein bisschen was zu tun. Und ja, ich denke, da werden wir jetzt eiskalt mal hinrennen, sobald ich mal die Tür zugemacht habe. Auf zum Nomad und wo auch immer dann sonst wir noch zu tun haben. Ein bisschen was ist ja noch auf Kedera zu tun. Und ja, ich will ja auch irgendwann mal die blöde Siedlung gründen. Aber dazu muss ich erstmal hier drin ein bisschen Ordnung schaffen. Und das geht momentan nur, indem ich rausgehe, höchstwahrscheinlich. Jedenfalls wird es mir so angezeigt. Also werde ich mich dem mal stellen. So, wunderbar. Einmal eintreten und gleich mal auf die Karte gucken. Wir sind da und haben hier hinten bei dem interessanten Ort was zu tun. Wir könnten da hinspringen. Da hinten hätten wir auch eine Quest. Warum geht das mit dem Zoomen nicht so richtig? Gestern schon. Ich werde das... Achso, das wollte ich gestern sowieso machen. Weißt du was? Ich mache mal ganz kurz Pause. Dann geht's weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wie man sieht, alles wieder ganz normal. Wir haben, also wie gesagt, hier hinten noch eine Quest. Wir haben ein Gebäude hier. Wir haben hier hinten noch ein Lager, was ich nicht angenommen habe. Und ansonsten, ja, sieht das ganz gut aus hier. Wir haben ja schon einiges geschafft. Wir gehen mal hier zu diesem Schnellreisepunkt. Und ja, reisen da ganz schnell hin. Werden uns von dort zu der Quest begeben und nehmen dann die nächste an und so. Und überhaupt. Ja, wir kriegen das schon hin. Ich bin da zuversichtlich. Wer hat denn hier wieder geparkt? Also ehrlich. So, genau. Und ja, ist schon markiert. Okay, dann weiß ich nur, wo ich hin fahren muss. Also einmal durch die Kurve. Wow, was war das? Ich muss mich echt mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ganz offensichtlich. Da sind Leute. Will ich die Leute irgendwie tot machen? Ist ja nicht scheißegal. Komm. Was geht mich fremdes Elend an? Ich fahre hier einfach vorbei. Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts mit euch am Hut. Ah, hier kann man nicht weiter. Müssen wir umschalten. Okay. Was ist exfiltrieren? Oh! Exfiltrieren! Heißt das etwa, ich könnte direkt zum Exfiltration im Gange? Tempest. Okay. Alles klar. Ich kann also ab jetzt direkt zur Tempest zurückkehren. Das ist eine sehr coole Sache. Ebenfalls cool ist, dass ich hier voll vorbeigefahren bin. Auf jeden Fall, es geht jetzt... Alle erwischt. Ich habe keinen umgehauen. Aber okay, danke. Ja, jedenfalls, es geht offensichtlich wieder wie damals im alten Minecraft, sage ich schon. Im alten Mass Effect. Im Mass Effect 1, wo man quasi im Nomad sein musste oder im Mako damals, um eben exfiltriert zu werden. Offensichtlich ist dies... nun wieder möglich. Finde ich sehr gut. Offenbar haben wir das Treffen verpasst. Sehen wir uns mal um, ob sie hier etwas zurückgelassen hat. War das doch hier. So. Jetzt aber. Hier, komm. Hallo. Dankeschön. Genau, die Drohne noch senden. Neumann. Wo denn? Ich muss mich echt wieder neu einspielen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier gerade mache. Hallo? Da! Oh! Okay, gefunden. Lululululu. Komm, die letzten paar Meter schaffen wir so. Okay, sehr schön. Jetzt da hinten. Okay. Und ich denke mal, jetzt dürfen wir doch wohl reingehen, oder? Reingehen. Düt. Dann räumen wir da drin noch auf und dann werden wir mal gucken, wo es denn hier lang geht. Hallo! Okay, noch jemand? So. Wow, großartig! Ja, danke schön. Habe ich gern gemacht. So, okay, sonst finde ich hier drin, ja, gut, einen Behälter. Ich nehme mal eines mit. Ach so, da war ja was. Ich erinnere mich. Voll waren wir auch noch. Genau, und ich wollte verkaufen, ich Trottel. Und ne, hab's halt nicht gemacht. Nun gut, dann eben nicht. Wir gucken uns trotzdem um bei der Quest. Ich hoffe mal, das würde trotzdem ausreichen bei dem, was wir alles haben. So, wir gehen mal zum Nomad zurück. Und gehen dann in den Wegpunkt, genau. Hopp. Müssen also noch ein klein wenig fahren. Hier dieser Exfiltrationspunkt oder dieser Punkt hier ist nicht ganz das, was ich wollte. Aber es ist eine coole Sache, dass man auf jeden Fall jetzt nicht mehr erstmal in die Stadt zurückkehren muss und dann in die Tempest steigen muss. Man kann sich direkt mit dem Nomad abholen lassen.
Das werden wir auch bei Gelegenheit mal probieren. Vielleicht gibt es da auch eine coole Animation für, aber das muss ja nicht gleich sein. Wir haben ja Zeit. So, ich glaube, ich muss hier hoch. Irgendwo. Wenn ich nur wüsste, wie. Jetzt bin ich ein Trottel und schalte auf Ding um. Das bringt es natürlich voll dann. So. Okay. Jetzt hier sind wir schon. Da hinten. Okay. Lalalala. Aua. So, alter Rollkurs. So, den haben wir. Wegen dem Ding bin ich auch nicht hier, ne? Lithium? Ne. Okay. Was ist das? Was ist das? Eine Konsole. Na dann mal los. So. Vielleicht sollten wir uns umsehen, bevor wir irgendwelche Schalter betätigen. Ja, ja. Und wo bleibt da der genau. Spaß? Also ich sehe mich ja schon um. Ich sehe ja, dass ich hier hinter muss irgendwo. Da hinten, hinter. Dann laufen wir da mal hin und gucken uns mal um. Hier, keine Ahnung, was das hier mal gewesen sein soll. Oh, schon wieder so ein Eirohr. Weit genug weg. Okay, hat sie erledigt. Kommt wahrscheinlich gleich, sobald ich hier weggucke. Lalalala. Schnell, lass mich bloß in Ruhe. Geschafft. Sie ist offen. Achso, Datenpad. Ja, der tote Briefkasten, ich erinnere mich. Reyes, ich habe ein Datenpad mit einem Navpunkt gefunden. Vermutlich versteckt sie dort die Fracht. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Was ist nur aus dem guten alten Brauch geworden, einfach in ein Geschäft zu gehen? Sloan bekommt von allen offiziellen Verkäufen in Kadara einen Anteil. Man muss schon kreativ werden, wenn man das umgehen will. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler, ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe sie dort. Na gut, dann gehen wir eben dahin. Ist ja nicht so, als hätte ich nichts zu tun. So, okay, also haben wir doch nochmal einen kleinen Folgepunkt gekriegt. Ich dachte, es wäre mit dem toten Briefkasten hier erledigt, aber nein. Das Spiel will es uns nicht ganz so einfach machen. Nun gut. Wer bin ich, dass ich mich mit dem Spiel streite? Ja. Tipp, tap, tipp, tap, tipp, tap, tipp, tap, tipp, tap. Oh, was ist das denn? Ach so, Überreste. Die ich nicht mitnehmen kann, weil wegen. Ach so, doch, die Schuppenfasern ging. Gut. So, mal gucken. Hier, das hatten wir. Interessanter Ort. Hier oben. Weißt du was? Das geht auch ganz schnell, indem wir hierhin schnell reisen. Weil warum sollte man die ganze Zeit durch die Gegend fahren, durch so hügeliges Gelände, wenn das denn auch so geht, ne? Die angaranischen Satelliten gestohlen und das Suchschiff zerstört haben. Wie stehen die Chancen, dass sie sich kampflos ergeben werden? Bei unter 1%. Hier waren wir offensichtlich auch schon mal. Mehrfach. So, wir müssen in die Richtung hier. Und das heißt, wir brauchen noch gar nicht aussteigen. Und zwar kurz Karte orientieren. Hinter uns den Berg hoch und dann hinter. Okay. Einmal kurz drehen. So. Nicht. Wie ging das nicht auf? Genau. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen. Du glaubst doch nicht, genau. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Kann das daran liegen, dass ich genau aus dem Grund das Teil aufgemacht habe? Möglicherweise. So, okay, das war ja auch gar keine schlechte Idee. Bin ich jetzt richtig hier? Ich glaube schon. Okay. Sehr schön. Die Party hat ohne uns angefangen. Party? Ohne mich? Sowas. Ach, die sind das. Das Schiff da. Okay. Kann ich den? Nee, kann ich nicht. So. Ich gehe mal ohne rein, ohne dass ich die Viecher da angreife. Ich hoffe, das funktioniert. So. Okay. Nun denn. So. Drake macht das schon. Hey, ich kann gerade nicht, glaube ich. Okay. Dann muss ich wohl oder übel erstmal draußen für Ordnung sorgen, wie es aussieht. Lalalalalalala.
Hier ist aber auch was los hier draußen. So, den einen haben wir. Noch was? So. Puh. Aua. Mal kurz den Schild laden lassen, sonst wird's doof. So, meine Fresse. Das geht aber auch schon wieder los hier. Ich muss mich voll, naja, konzentrieren nicht. Ich muss hier voll fighten gegen irgendwelche großen Viecher, die mir überhaupt nicht können gerade. Aber das ist egal. So, Eirach tot. Riker, ihr wisst schon, wie das Ding heißt da, ne? So, auch tot. Ja, ja, genau, das habe ich mir gedacht. Okay, dann wird das jetzt gewesen sein. Ich gehe mal ganz kurz hoch. Einfach nur mal der Interesse halber, um zu gucken, dass ich da was scannen kann. Zum Beispiel hier. Einen integrierten Tech-Knoten. Ja, was ist denn? Was ist denn, mein kleiner Relikt-KI? Was hast du denn? Also, hier scheint nichts zu sein. Muni könnte ich mal auffüllen. Ja. So, jetzt kann ich mit Race läden. Okay, leer. Könnte es sein, dass das alles ein ausgefeilter Trick war, um sie herzulocken? Sie meinen, es gab nie eine Fracht? Bravo! Ich wusste, dass du es irgendwann rauskriegst. Sia. Du konntest einem großen Gewinn noch nie widerstehen. Was soll ich sagen? Ich bin eben gierig. Deshalb hast du auch keine Freunde. Du bist egoistisch. Ja. Eigentlich stimmt schon. Da hat sie recht. Autsch. Du verlierst anscheinend dein goldenes Händchen, Reyes. Ich weiß noch genau, wie deine Worte mir geschmeichelt haben, bis du mich abgesägt hast. Soll das heißen, dass es hier darum geht? Natürlich nicht. Du hast alle guten Jobs in Kadara an dich gerissen. Und das hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat die örtliche Schmugglergewerkschaft beschlossen, mich auszuschalten? So ungefähr. Ach, Scheiße. Angriff. Na gut. Dann hauen wir mal die örtliche Schmugglergewerkschaft hin. So. Schade, Sia. War ja überhaupt nichts. War's das schon? Wertvolle Schmuggler besiegen. Kadera Lebensfähigkeit um 5% erhöht. Nur ein paar Schmuggler. Na gut, okay, warum nicht? So, Credits nehme ich gerne mit. Die kann ich mitnehmen. Und das war's echt schon? Ernsthaft? Na gut. Zur Tempest zurückkehren. Mit Kitas, Kitas mit den Cat auf Kadera helfen. Folgen zum Wegpunkt. Dann, hier mache ich mal Z. So. Okay. Also gut. Hier. Race. Ich wusste zwar, dass ich nicht beliebt bin, aber ich hätte nie gedacht, dass die anderen Schmuggler sich gegen mich zusammentun. Das ist irgendwie schmeichelhaft. Es wäre klug, wenn sie sich bedeckt hielten. Diskretion ist meine große Stärke. Ach, so viel Aufwand. Und es springt kein einziger Credit dabei raus. Naja. Es geht nicht immer nur um Credits. Das stimmt. Gute Gesellschaft ist unbezahlbar. Ich sollte hier mal aufräumen. Sia war ein Miststück, aber es wäre falsch, sie einfach liegen zu lassen. Ja, gut. Dann ist er wenigstens ein netter Schmuggler, Mistkerl. Gehen Sie ruhig. Ich erledige das. Danke, hier. Was anderes hätte ich eh nicht zugelassen. Ich wollte nur mal gucken, welche Taste war das. Waffe wegstecken. V. Okay. Sorry. So, lup. Raus. Und Huss. Alles klar. Ab in den Nomad. Neues Ziel, neues Glück. Das müsste dann hier unten sein. Dann hier Hinweise suchen, dass die Cat sich auf Kadera befinden. Nächstes Ziel. Ich werde den Wegpunkt hier nehmen, weil ich dann von hier hinten rumfahren kann. Denke ich, wäre jetzt die schlauere Lösung. Nun denn, auf geht's. Ja, wir sehen viele Ladebildschirme in dieser Folge, glaube ich. Aber ja gut,
Besser als wenn du den ganzen Weg laufen, ne? Aha, aha. Und los. Ich muss mich immer noch für Katis um die versprengten Cat kümmern. Ja, ja, deswegen mache ich das ja. Kleiner Ladeleck wahrscheinlich. Nun gut. Oh, Alt drücken zum Blick fokussieren. Wo kommt denn wer denn das? Wer auch immer, ist mir egal. Solange es kein Cat-Transporter ist, ist alles okay. Also ich sag mal so, zumindest das hat dieses Logo geschafft, die Cat hier von diesem ja, Felsbrocken zu vertreiben. Allerdings, nun ja, ich weiß nicht, ob das... Ich meine, wir haben es ja auch geschafft. Mehrfach. Ist jetzt keine so große Leistung. Sind ja nur Cat und so. Kurz mal auf die Karte. Einmal rechts abbiegen und dann hoffentlich den Berg raufkommen. Komm. Oh, die Schwefelquelle. Wenn das so weitergeht, gehen uns irgendwann die Shuttles aus. Suchen Sie nach Überlebenden. Mach ich. Hey, Händler. Wer ist da? Hamas, bist du das? Nicht sprechen. Wir bringen sie in die Stadt zurück. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Es ist zu spät. Ich will mich einfach nur ausruhen. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Es waren die Cat. Sie haben uns überrascht. Sie haben alle getötet. Jan hat am längsten durchgehalten. Sie wussten nicht, dass ich noch lebe. Ich habe gesehen, wie sie unsere Waren geplündert haben. Dann sind sie aufgebrochen. In Richtung Hügel. Was ist in den Hügeln? Haben die Cat dort eine Basis? In den Hügeln ist gar nichts. Ich weiß nicht. Wir haben nie etwas von einer Basis gehört. Sloan sagt, auf Kedara gäbe es keine Cat mehr. Was haben Ihnen die Cat gestohlen? Ich weiß es nicht. Vorräte, Waffen, erbeutete Schiffsteile. Sie können sich jetzt ausruhen. Danke. Ich wünschte... Oh. Katis, hier ist Ryder. Ihre Cat-Gerüchte stimmen. Wir sind gerade auf eine Karawane gestoßen, die Sie angegriffen haben. Verdammt! Ich hatte wirklich gedacht, wir hätten alle erwischt. Einer der Verwundeten sagte, sie wären Richtung Hügel gezogen. Ich werde das überprüfen. Ich helfe bei der Suche. Hole mir nur schnell ein Shuttle. Ja, okay. Ich hoffe, der überlebt. Auch wenn Drake gesagt hat, er wird es nicht schaffen. Aber ich gehe einfach mal von aus. So, ich will da mal kurz dahinter. Da habe ich noch ein paar Mineralien gesehen. Und dann können wir auch weiterziehen, hoffe ich mal. So, wunderbar. Sorry, Junge. Aber was muss, das muss. Ich muss jetzt gehen. Kann ich bei dem hier was? Dass ich die nicht medizinisch untersuchen kann, finde ich ein bisschen doof. Das wäre vielleicht noch nicht schlecht, den Scanner so zu machen, dass der halt auch medizinisch als Tricorder sozusagen dienen kann. Aber, na gut, man soll ja nicht zu viel erwarten. Was willst du? Was soll ich denn hier suchen? Aha. Also irgendwas suche ich hier. Ich weiß noch nicht was. Ah, da liegt noch einer. So, okay. Ja. Ach ja, hier Fußspuren. Alles klar. Fußspuren wohin? Da lang. So, dann vermute ich die Reifenspuren noch. Oder ich weiß es doch nicht. Hier sind halt blöde Fußspuren. Kann ich die irgendwie untersuchen? Nee. Merkwürdig. Oder doch so hier, alles klar. Catchspuren. Sie führen in diese Hügel. Ja, wo auch sonst hin. Okay, so geht das also. Ich dachte, ich habe immer daneben geklickt. Ich dachte, ich könnte sie quasi mit einem Mal alle auswählen. Aber nein, ich muss direkt auf den Latsch zeigen. Dann geht das. Nun gut. Wow. Okay. Das war so klar. Also einmal aussteigen. Scannen.
direkt auf den Latsch zeigen. The. Catspuren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, möchte auch sein. Interessanter ist, dass die Catspuren eigentlich in die andere Richtung führen und der Weg zeigt mich aber da lang. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Und eigentlich nicht. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So. Nur ein bisschen Kleinzeug. Huch. So. Einmal aussteigen und dann gucken wir da mal, ob was es hier wohl geben wird. Ich würde jetzt, also wenn ich raten müsste, würde ich nach Catspuren suchen. Guck, da sind auch welche. Ah. Noch mehr Spuren. Jetzt kann es nicht mehr weit ja, sein. Sehr schön. Genau. Scanner ausschalten mit G. Muss ich mich immer daran gewöhnen. So, woran ihr euch gewöhnen müsst, dass es die Folge vorbei ist. Ja, tut mir leid. Aber beim nächsten Mal geht es bestimmt wieder weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.